Hallo Konfuzeier, und hier ist sie schon wieder, eure Josie, und wieder mit einem realen Irrsinn. Und heute geht es um den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, um den Herrn Trump. Ja, und dabei geht es um Fahnen von ihm, nämlich Trump-Fahnen made in China. Ein Schelm, wer jetzt sich fragt, warum aus China. Der Mann mag doch China gar nicht. Der wollte doch da auf Konfrontationskurs gehen. Aber seine eigenen Fahnen kommen von da. Schauen wir uns an, was es damit auf sich hat. In einer älteren Folge vom realen Irrsinn. Aber irgendwie passt es genau. Gut. Donald Trump hat es einfach drauf. Sein Handelskrieg mit China ist unheimlich raffiniert. Ja, er ist so raffiniert, dass er seine eigenen Sachen, die er braucht für den Wahlkampf, aus China kommen lässt, aber es anderen verbietet, dort einzukaufen. Knallhart schützt er den amerikanischen Markt vor den bösen chinesischen Produkten. Außer wenn es um seine Wahlkampffahnen geht. Die lässt er nämlich in einer chinesischen Textilfabrik nähen. Der Sparfuchs. Ja, so ist das nun mal. Man muss im Wahlkampf ja darauf achten, dass man nicht zu viel Geld ausgibt. Schließlich und unendlich muss man ja auch noch darauf achten, dass man nach dem Wahlkampf noch genug Geld in der Tasche hat, um seine Sachen durchzuziehen. Seit Anfang des Jahres ist die Nachfrage nach Trump-Fahren enorm gestiegen. Wir kommen jetzt wohl in die heiße Phase des US-Wahlkampfes. Wir haben Vorbestellungen bis ins nächste Jahr. Im nächsten Jahr sind die Fahnen für die Wahl in diesem Jahr dann, also wo das war, ich glaube, das ist eine Folge aus dem Jahr, wo er gewählt wurde, wohl vielleicht ein bisschen hinfällig. Ich weiß ja nicht, also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die ja nicht mehr gebraucht werden. Aber wir wissen ja, alles kommt wieder. Der Herr Trump überlegt ja, ob er in der nächsten Wahl schon wieder antritt. Hoffen wir, dass das FBI was findet. Hier in China bekommt Donald Trump das, was er braucht. Knackige Sprüche auf billigen Stoffen. Keep America great. Frisch aus China. Aus patriotischer Sicht mag ich Trump nicht. Er hat den Handelskrieg angefangen, aber er ist gut für das Geschäft. Ja, ein Handelskrieg, der gut fürs Geschäft ist, habe ich nicht aufgepasst. Also ich dachte eigentlich immer, dass wenn ein Krieg gegen den Handel in einem Land geführt wird, dass das schlecht ist für den Handel in dem Land. In diesem Fall wohl nicht, aber ist ja klar, es ist ja Donald Trump, der darf das. Die anderen sollen sich ja zurückhalten und sollen nur Sachen aus Amerika kaufen. Die meisten oder viele der Amerikaner haben ja sowas, ein Apple, iPhone, ja. Leute, das wird auch in China gefertigt. Dass Trump seine Fahne nicht in Amerika, sondern in China nähen lässt, könnte man natürlich Fahnenflucht nennen. Aber sein Motto lautet, no more bullshit. Wissen die chinesischen Arbeiter eigentlich, was da drauf steht? Nein, ich glaube, wenn sie es wüssten, sie würden nur darüber lachen. Aber gut, die Dame tut das ja. Gibt doch so viele Fahnen, da kann ich mir das nicht merken. So viele Fahnen, da muss man ja jetzt auch ordentlich Strafzölle zahlen, oder? Wenn wir unsere Fahnen mit einem Container in großer Stückzahl verschicken, müssen die Kunden den erhöhten Strafzoll bezahlen. Deshalb verschicken wir kleinere Einheiten, Pakete. Die Pakete per Post sind vom Zoll befreit. Gar nicht mal so dämlich, die Chinesen. Das muss man ihnen lassen. Also er denkt da schon gut mit, auch an die Endkunden. Sollte der Herr Trump sich mal ein Beispiel dran nehmen. Wie praktisch. Hier in China werden die Trump-Fahnen für weniger als $1 genäht, damit sie in Amerika von Trumps Anhängern für $20 verkauft werden können. Das nenne ich mal Gewinnmarge. Das ist moderner Handelskrieg. Diese Win-Win-Situation kann sich Trump auf die Fahnen schreiben. Es ist doch witzig, China produziert die ganzen Trump-Fahnen, obwohl sie mit uns in einem Handelskrieg sind. Am Ende glauben sie wohl an unsere Bewegung, genau wie wir. Genau, das ist amerikanischer Patriotismus. Made in China. Ich sag jetzt mal so, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Chinesen es interessiert und mit euch auf einer Linie laufen, sondern ihr solltet mal darüber nachdenken, was ihr da macht. Euer Präsident, beziehungsweise euer ehemaliger Präsident, euer Idol geht hin und umgeht den eigenen Krieg, den er angefangen hat. Denn die Chinesen haben nicht den Krieg mit euch angefangen, sondern den Handelskrieg habt ihr mit den Chinesen angefangen. Beziehungsweise Herr Trump hat das gemacht. Jawohl.
Und leiden darunter tun alle. Wie das nun mal so immer ist. Genau. Gut. Das war diese Folge. Und bevor ich jetzt hier einen weiteren... Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte bei mir und auch bei den Kollegen von Extra 3 einen Daumen hoch. Wenn ihr dann gerade unten unterwegs seid, wäre es schön, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, sowohl da als auch hier. Und das Abo könnt ihr euch verlegen. Wäre schön. Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten realen Irrsinn. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.